Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, es geht euch drebia, wie man bei uns in Griechenland sagt. Und scheiße, ich hab voll verkackt. Naja, es ist nicht ganz so wild. Naja, es ist schon wild, aber es ist nicht ganz so wild. Nicht so wild wie ich. Okay, heute meine Freunde gibt's Shaco. Ja, ich mag Shaco. Shaco ist cool. Shaco ist toll. Ich habe den Early Game ein bisschen verkackt, sind wir ehrlich. Außerdem, ist das normal, dass die so viel AP haben? Ich glaube, die haben die Jungle-Items genervt. Das haben die, glaube ich, gemacht. Und deswegen ist der Jungle jetzt ein bisschen Mayonnaise. Vielleicht habe ich es ja auch verkackt. Das möchte ich nicht ausschließen. Das heißt, unser Jungle ist jetzt ein bisschen Banane. Aber dafür bin ich nicht Banane. Und deswegen kriegen wir das bestimmt irgendwie hin. Gut. Ja. Hier, Sugar hat schon Kill gemacht. Er hat Caitlyn gekillt, was nicht so cool ist. Aber nun gut. Manchmal ist das Leben, wie das Leben halt zu manchmal so halt ist. Gut, also, was ist unser Plan für heute? Assassin-Items werden gerade wieder genervt. Ja, muss man sagen, komplett Banane, Leute. Das ist richtig Banane. Richtiger Quatsch. Ja, lass uns ehrlich sagen, das ist richtiger Quatsch. Normalerweise würde ich jetzt Golems machen, aber weil wir so ein bisschen off sind, gehen wir jetzt, glaube ich, zum Blue Buff. Also, Assassin-Items sind nicht cool. Nein, sind sie nicht. Deswegen spielen wir heute Gale Force. Ja, wir spielen heute Gale Force. Gale Force Shaco. Könnte eine coole Idee sein, denn, Leute, Dark Tablet wird auf dem PBE für alle, die es nicht mitbekommen haben, so geändert. Es hat 5 mehr D. Ja, schön. 5 AD. Verliert aber 40 Damage. Ja, 40. Und irgendwie noch 15% Scale. Ja, komplett Quatsch. Da hat jemand richtig mit der Quatschkanone geschossen. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich werde dich finden. Ja, irgendjemand hasst Assassins definitiv. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass Assassins broken sind, aber irgendjemand hasst sie. Gut. Also, wenn wir uns das Item angucken, das Draktablet wird im neuen Patch 100 Damage machen. Das Item, was wir jetzt bauen, Gale Force. Ja, Gale Force hier, AD Carry Item. Wer hätte es gedacht, ein AD Carry Item? Das Item macht 315 plus 45% Bonus und 50% mehr, wenn der Gegner wenig AP hat. Das heißt, Draktablet 100 Damage, Gale Force 500, 400. Also, Leute, ne, ich weiß, wie gesagt, nicht, wer die Quatschkanone abschießt, aber sie wurde gewaltig geschossen. So, ich würde für einen Gank in die Midlane applaudieren. Problem ist nur, ich weiß nicht, ob hier der Dill da ist. Ist hier ein Dill oder no Dill? Dill oder no Dill? So, okay, er kann schon mal nicht nach unten weg. Die Frage ist, wird er darüber dashen? Die Antwort ist ja. Und somit können wir gar nichts machen. Naja, Banane. Gut, okay, wir gucken mal, ob der obere Tonti da ist. Sehr wahrscheinlich ist der weg, deswegen warden wir hier. Er ist sogar noch da. Es könnte sein, dass der Jungler unten beim Tonti ist oder dass er gleich kommt. Aber normalerweise, naja, also, ne, ich appreciate. Meine Jungle-Route ist nämlich ein bisschen fucked up, sind wir ehrlich. Das ist nicht meine normale Jungle-Route. Shaco-Mains werden sagen, du, mir bluten die Augen. Ja, dann geht zum Arzt, Leute, ganz ehrlich. Wenn dir die Augen bluten, ist es nicht gesund. Hat er hier gewordet? Die Antwort ist J. Ah, aber du kriegst den hier mit. Zack. Na, so habe ich meinem Lane noch ein bisschen geholfen. Guckt, da ist er. Na, cool. Was machen wir? Wir können ihm einen Papagei klauen. Können wir machen, weil er klaut gerade meine. Ja, das Problem, was wir bei Shaco haben, ist, dass er keinen guten AOE-Clear hat. Und Tiamat jetzt Banane ist. Ja, ich möchte jetzt nicht gegen Obst haten. Das will ich wirklich nicht. Das steht nicht in meinem Interesse. Aber, also Leute, womit sollen wir Camps clearen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Womit? Oh, ich würde hier mich auf eine Appreciation sehen, Leute. Wir springen jetzt hier so. Komm schon. Okay, also ich sterbe, aber er wird auch sterben. Ja, also ja. Ich sag mal so, es war, naja, es war, ich wollte eh shoppen. Es war ein Quickshop into Kill für Kate. Das nennt man Verantwortungsübertragung. Ich habe sie von mir genommen und auf Caitlyn übertragen. Das heißt, das Gewicht auf meinen Schultern ist jetzt deutlich weniger. So, wir haben leider nichts, ja. Wir haben nichts. Nichts. So, gut. Findet ihr übrigens auch, dass das hier nicht aussieht wie ein Textbeater? Ich finde, das sieht aus wie ein Schwert. Genauso wie das. Klar, das hier ist breit und groß, ne? Aber das hier ist auch schwertig. Sind Dolche Schwerter? Ja, nein, vielleicht. Okay, cool. Bisher sind wir nicht mega geil. Toplane ist auch überhaupt nicht geil. Botlane ist jetzt aber geil. Na, wird aber vielleicht unter. Oh, hier, ja. Ich glaube, die können das schaffen. Ihr habt einen Alistar dabei. Schön. Guckt euch das an. Leute, das ist, nennt man Verantwortungsübertragung. Und zack, haben wir einen 3-1 AD Carry, der nicht nur Bock aufs Spiel hat, sondern auch carryen wird. Ich meine, was gibt's Besseres als ein AD Carry, der Bock hat? Ne? Bei mir 0-1 macht mir überhaupt nichts aus. Ich habe genauso viel Bock mit 0-1 wie mit 10-1. Naja, 10-1 ist vielleicht schon ein bisschen cooler, aber während ein ADK sagt, nee, ich bin jetzt raus. Tschüss. Na, ich gehe jetzt essen, ich gehe jetzt WoW spielen, ich gehe jetzt Gemüse schneiden, was weiß ich. So, da oben können wir überhaupt gar nichts machen. Wir müssen, ja, die Frage ist, wie Jungle klären wir, Leute? Gale Force baut sich aus diesen Items. Das hier macht auch mehr Damage an Monstern, was nett ist. Cool, schön.
Aber wie sollen wir Jungle clearen mit Shaco? Ich muss leider sagen, ich habe mir jetzt auch nicht großartig angeguckt, was andere Shacos machen. Da bin ich honest. Wahrscheinlich haben die irgendeine Lösung. Oder sie scheißen auf Shaco. Aber, ja, wie clearen wir Jungle? Also zum Beispiel Vögels. Wie clearen wir die? Ich komme. Okay, das passt. Na, wie sollen wir die töten? Gibt es hier eine Antwort? Wir könnten jetzt hier eine klassische Sandwich-Situation erzeugen. Wenn Yaslan kommt. Das wäre die Idee. Und jetzt die Box. Box, 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 Box. Ah, sie hat... Hä, sie hat geschossen, aber er wurde nicht gefeiert. Nee, also, nein. Okay, jetzt, lauf, 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 lauf. Ich bin da, okay, cool. Schön. Schön. Naja, es ist nicht schön, aber nett. Es ist nett. Bisher sind wir Maximus useless. Okay, ich bin hier. Schön, guten Tag. Mann, meine Boxen sind aber auch Vasen, ne? Ich finde, ich sollte so einen Skin haben, der Vasen stellt. So ein richtig schöner Vasen-Skin. Na, da würde ich mich sehen. Gut, dann machen wir... Ich meine, welche Jungle-Items könnte ich bauen? Ich könnte Gore-Drinker bauen. Ist jetzt nicht das Geilste auf Shaco, lasst uns ehrlich sein. Also für Jungle Clear. Und ich könnte Ravenous Hydra bauen. Ist schon netter, ja. Aber das Problem hier ist, Ravenous Hydra ist erstmal super teuer. Bis ich das fertig habe, brauche ich wahrscheinlich schon kein Jungle Clear mehr. Und das Item ist einfach komplett useless. Bringt uns gar nichts. Wirklich nichts. Also klar, Jungle Clear, aber... Ich meine, auf dem alten Shaco war es cool, weil du wenigstens Active hattest und ein bisschen mehr Bonus Burst. Ne, der BB Bonus Burst. Aber hier... I see no Usefulness. Ich kann aber auch nichts ganken, Leute. Toplane, Shogat, hat einfach eine Million Leben. An dem mache ich gar nichts. Ich würde gerade sagen schon, dass mein Problem ein bisschen der Clear ist. Dadurch bin ich einfach ultra langsam. Aber ultra langsam. Tja, was tun? Mehr ganken wäre eine Idee. Ich kaufe mir jetzt Schuhe und werde... Einfach Botlane campen oder... Na gut, ich versuche ja zu ganken so ein bisschen, aber Midlane ist halt der Vasenmann. Toplane ist unmöglich, Botlane ist possible, aber er hat auch nur einen Shell. Komm, wir gehen jetzt... Wir kaufen uns jetzt Schuhe. Die Berserker Greaves. Hä, wieso kosten die so viel? Ne, 1000, okay, passt. Und jetzt ganken wir Botlane, campen Botlanes. Down, Botlane, Midlane, all day. All day, all long, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, wir werden richtig viel Geld machen und dann, Leute. Wir können vielleicht aber auch eben die Mitte ein bisschen halten, das geht auch. Und dann werden wir... Ausrasten. Ganz normal. Ganz klassisch, ganz cool, ganz schön, ganz nett. Guck mal, hier an dem können wir wahrscheinlich gar nichts machen. Ein klassischer gar nichts Move. Aber wir nehmen die Kanone. So, nehmen hier noch ein bisschen. Ja, das hier ist immer richtig schöne Bonus-XP, wenn man die mitnehmen kann. Das ist immer richtig, richtig sahnig. Der fühlt sich jetzt cool, weil er mich hier angreift, aber das kehrt mich gar nicht. It's not caring me. Zack. Oh, schade. Schade. So, okay, cool. Was machen wir? Wir holen uns Blue Buff into Botlane, Leute. Blue Buff Botlane. Cooler Plan. Bitte, bitte, bitte löst aus. Manchmal löst die nicht aus. Aber ich glaube, die müsste klappen. Nice, sehr gut. Sehr gut. Okay. Ich meine, das war ja auch schon immer das Problem von Shaco, dass sein Jungle Clear nicht der geilste ist. Deswegen wurden die Boxen ja so geändert, dass die AOE machen. Ja, vielleicht ist der AP-Shaco dann halt der Dill. Ja, vielleicht. Maybe it's a Dill. Ich komme Botlane, Leute. Ich bin jetzt unterwegs. Die töten schon ohne mich. Ihr könnt nicht. Aber Leute, Verantwortungsübertragung right there. Seht ihr es? You seeing that? Leute, it's amazing. This is fucking amazing. Guck mal, ich brauche gar nichts mehr machen. Ich kann jetzt einfach getragen werden, Leute. Ne? Warum selber carryen, wenn man andere zum Carry machen kann? Ne? Das ist ja auch das System, wie Avengers funktioniert. Ne? Weil dieser komische Gustavo da, der mit dieser Augenklappe, dieser Lord der Ladies, ne? Der kann ja auch gar nichts. Nichts kann der. Aber er hat dann die Verantwortung genommen und auf andere übertragen und die carryen jetzt die Welt. Ständig und all day. Ständig und all day. Und den nehme ich mir jetzt. Zack. So. Und jetzt gehen wir top. Und naja, gut. Ich meine, da oben kann ich aber auch wirklich gar nichts machen. Er spielt nämlich Tank Design. Und Tank Design gegen Skill Design, Leute, da brauche ich ja wohl wirklich nicht erklären, wer da gewinnt. Ja. Brauche ich nicht. Das ist überflüssig. Wir können hier den Tower ein bisschen verteidigen und wir werden mal gucken, ob wir ein bisschen Damage auf den Jarvan machen können. Das könnte nämlich klappen. Das könnte nämlich klappen. Hallo, Box. Ey, ohne Witz. Der ist jedes Mal gefeiert. Gefeiert 1000, aber es interessiert ihn nicht. Wie kann das sein? Aber er kriegt noch guten Schaden, Leute. Möchte ich sagen. Guten Schaden, was ist mit ihm? Geh mal weg jetzt. Na gut, guter Damage ist da. Aber, ja, er will nicht. Er will nicht, erst geht nicht. Ja, Leute, er beschwert sich schon, der Lucian, dass ich halt 12-mal ganke in der Mitte. Aber, ja, das ist halt der Deal, ne? Wenn du ihn jetzt so hast, musst du den campen. Der gegnerische Jungler will den campen, deswegen musst du ihn campen. Ne? Aber, ne, so oft war ich auch jetzt. Ich, ja, wir werden hier, zack. Jetzt Bogen, guckt euch das an. Bogen. Ne, ich glaube, wir machen erstmal Pickaxe, Leute. Pickaxe ist, dann haben wir nämlich nicht so viel Restgold über. Cool, schön, cool, schön, schön, cool. Und ein Pickwort für die
ne, für die Wipes ein bisschen. Und dann gehen wir wieder Mitte-Bot. Top-Lane bringt gar nichts. Außerdem will der Eno farmen. Und ja, keine Ahnung. Wie soll man Sugar töten? Full-Tank und 3-0. Geht. Kannst du knicken. Kannst du knicken, so wie die neuen Handys. So, Jungle-Clear. Ja, ich glaube, der beste Jungle-Clear ist gar kein Clear. Das ist die Logik, Leute. Wenn man nämlich keinen Jungle clearen muss, dann cleart man ihn auch nicht. Box, kannst du jetzt bitte einmal was machen? Leute, ich verstehe. Was ist denn mit ihm? Okay, er hat mehr Crease, aber toll. Er ist gefühlt. Ich glaube, das Gefühl, what I'm having, ist, dass er seinen Jump immer macht, kurz bevor er gefeart wird und dann im Jump gefeart ist. Aber Leute, irgendwas ist hier quatschig. Wer hat die Quatschkanone ausgepackt, ha? Wer? Ich möchte es gerne wissen. Wer war's, ha? Wer? Hier ist ein Big Watch. Okay. Wer war's? Okay, the problem right here is, dass ich mir diesen Kill jetzt snag. Zack. Snaggity snack. Ja, wenn du Damage willst, dann kriegst du jetzt Damage. Bro, gar kein Problem. Ja, da musst du flashen, ne? Habe ich mir so gedacht. Und jetzt kriegst du den. Habe ich mir genau so gedacht, ne? Ich glaube, der Ezreal schießt die ganze Zeit mit den Quatschkanonen. Irgendwer ist es. Es könnte sein, dass Jarvan jetzt kommt. Nee, tut er nicht. Weil, Leute, wenn ihr ganz lange auf einer Lane seid, so wie ich, ne? Wenn man schon sieht, dass der Jungler hier das cleart, dann ist es very likely that the enemy Jungler is coming as well, you know? Maybe we can get the kill on Luciano, but I'm not sure about that. But yes. But no, but yes, but no, but yes. Yes, gib mir den, yo! Zibidi, zibidi, zibidi! Ein schöner Zibidi. Zibidi, snabidi, snabidi, snack. Leute, Red Buff, der macht den ready, Buffy, Snabby. Get. Leute, get. Okay, der wird jetzt auf mich engagieren. Oder nicht? Hallo, hier, da. Anybody? Somebody? Anyone? Maybe? Meine Box hat da reingeschossen. Der ist auf jeden Fall noch da drin. 1000. Und jetzt, zack! Wow, habt ihr das gesehen? Batz und raus. Jetzt muss er zeigen. Mach Skill-Attacken. Mach what you can. Ja, schön. Verantwortungsübertragung 1000, Leute. Wirklich. Ich würde nicht sagen, dass ich der beste Spieler bin, aber ich bin gerade hier der beste Spieler. Also einfach vom Gehirn her der stärkste Spieler, Leute. Ne? 6-2 AD Carry. Es kann so einfach sein. Very easy. Very easy, very fast. Jetzt werden wir den Boy hier outplayen. Passt auf, Leute. Wir werden eine Outplay-Compilation starten. Zack. Zack, jetzt machen wir so. Zack, zack, babadi, bab. Gale Force, was sagt Gale Force? Gale Force hat angerufen. Der will sein Item wieder. 200 Gold, Mist. Hm, schaffen wir das? Ja, doch, hier geht noch was. Reicht das? Wir kriegen. Ja. Knight, Smite, babadi, da. Babadi, 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 ba. Okay. Leute, wenn wir Gale Force gleich haben, dann ist Abfahrt. Abfahrt und Durchfahrt. Da sehe ich mich. Auch hier guckt euch das an, Leute. Wie lange der Scheiß dauert, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. So, wir brauchen noch 75 Gold. Ich würde sagen, wir machen nur den großen Vogel, counter-jungeln mich also selber. Oder wir snacken hier einen Kill. Wäre auch eine Option. Ja, ich bin in geilste Box der Welt, Leute. Das ist die geilste Box der Welt. Präsentiert von Ravensburger, die Spielebox. Und nochmal ein geiler Wurf. Der geile Wurf. Er brennt. Er brennt. Er wird sterben. Er brennt. Das ist meiner. Nee, ist er nicht. Ownen Jarvan for free. Den gönnen wir auch noch. Zack. Ja, Leute. Ist das geil? Wieso werde ich jetzt gepinkt? Der wird mich ja jetzt wohl nicht pingen, oder? Oder weil er keinen Kill bekommt. Na gut. Gute Spieler, gute Kills. Schön, Gale Force ist da. Der Knacking Point bei Gale Force ist natürlich, es hat keine Lethality, ja? Das ist so der Unterschied. Aber es hat Crit. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, 20% Crit ist jetzt nicht so geil. Deswegen brauchen wir jetzt als nächstes ein Item mit Crit. Ich baue sehr gerne Essence Reaver, zumindest auf dem alten Chuck. Ich weiß nicht, ob es auf dem neuen gut ist. Aber wir brauchen ein zweites Item mit Crit. Welches bietet sich an? Wer weiß es? Wer weiß die Lösung? Vanessa? Du? Okay. Also, die Lösung ist folgende. Wir bauen ein Item. Die gute, den Le Collecteur, der hat nämlich Lethality und Crit. Und damit kommen wir auf 40% Crit, was durchaus fein ist. So, alle, die Gale Force nicht kennen. Gale Force macht, ist einfach, das Best, ist der beste Protobelt. Ihr springt mega weit, das hier ist wirklich mega weit. Ihr macht einen Schuss auf den Gegner, der macht mega Damage. Und er macht mehr Damage, wenn der Gegner low ist. Die Frage ist also, am liebsten wollen wir das machen, wenn der Gegner wenig AP hat oder halt zum Engagen. Das ist die Frage. Muss man vielleicht situationsabhängig beurteilen. Also eine Situationsbeurteilung muss man... Er ist rausgegangen, ich glaube, er kommt wieder. Das könnte sonst tatsächlich unglücklich werden. Aber es sah nicht so aus, als würde er Rage rausgehen. 9-2 ADK, Leute. Rage rausgehen, sondern eher so, ja, ich habe die Golems geklärt. Achievement eingesammelt, ich bin raus. Nee, keine Ahnung. So, Top-Lane, ich muss jetzt mit AD-Carry stellen, Leute, weil der Punkt ist wirklich, wenn ihr eine starke Lane habt, dann geht nicht zu den Schwachen und helft denen, sondern haltet die starke Lane stark, dass die starke Lane nicht stirbt.
Hold the strong strong and the weak weak. Na, die Balance darf nicht hergestellt werden. Guckt ihr das an. Wir müssen jetzt hier. Leute. Wir müssen einfach nur gucken, dass Kate am... Leute, passt auf. Wir machen jetzt einen geilen Jump. Jumpy Mac Jumpenstein, Leute. Passt auf. Ein geiler Gale Force Jump machen wir. Bitte. Oh, was? Leute, das ist... That's the back draw from Verantwortungs-Overtake. Weil das Problem ist, sie hat jetzt so viel... Ich habe jetzt so viel Verantwortung gegeben, dass ich jetzt einfach... Dass sie... Ich stehe jetzt bald im Schatten. Ich bin zwar 5-1-4, was... Naja... nicht schlecht ist, aber ich bin im Schatten. Ich bin nicht, ich werde bald koexistent sein, Leute. Also, ne, also, was ist hier los? Also, ich muss jetzt schwitzen. I have to sweat. So, zack, zack, zadadak, zabadak. Ich möchte jetzt mal meinen Gale-Dings-Teiler benutzen. So, wie viel hat er? Er hat keinen Tankiness. Na gut, er hat ein Schild, aber das war's. Aber er wird jetzt wahrscheinlich schon gehen. Da ist der Mann mit der Speer. Gut, alle sind wieder Top-Lane. Vielleicht läuft der gleich wieder durch den Jongleur. Wenn, dann kommt Jarvan doch. Wenn. Ich meine, der obere Jungle ist nicht da. Das heißt, entweder Jarvan geht hier hin, um zu böllern. Deswegen gehen wir schon mal hier hin. Oder Jarvan geht zu den Vögeln, um zu böllern. Andere Möglichkeiten hat Jarvan nicht. Und Leute, man könnte mich auch den theoretischen Theoretisierer nennen. Bra, 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 bra. Okay, das hat nichts. Schade. Mann, er springt aber auch jedes Mal raus. Das ist doch Quatsch. Ich meine, ich habe guten Schaden gemacht dafür, dass es so ein 1v2 war. Oh, schade. Aber, ja, was soll man machen, Leute? What you wanna do is what you wanna make. Schreibt euch die Sprichwörter bitte alle auf. Die sind sehr wichtig. Nächste Klausur relevant. Ja, also, I don't know. Schade. Der Jarvan ist halt, ich weiß nicht, Hardcounter würde ich nicht sagen, aber der jumpt halt jedes Mal einfach outside, Leute. Was soll man machen? Kann ich jetzt mal bitte einmal ordentlich Gale Force benutzen? Ich meine, ich habe es gerade benutzt, aber war auch nicht verkehrt. War nicht verkehrt. War es nicht. Mhm. Aber, nun, da in der Mitte geht was. Allerdings bin ich noch 20 Sekunden gecapped hier, Leute. 20 Sekunden, bin unterwegs. Nun, was ist das für ein Drache? Erdeschmerde. Wir bleiben hinten im Rücken, Leute. Das ist immer ganz wichtig. To stand in the back. 5 Sekunden. Okay, ich wäre jetzt in. Allerdings, okay, das ist nicht gut. Leute, passt auf. Ich sehe mich hier auf dem Gailey Schmaily. Passt auf, Gailey. Und Slip. Zack. Und jetzt muss ich hier irgendwie raus. Box, Box, Box. Mach doch mal was. Danke. Danke, 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 Anke. Danke. Let me go, let me go, let me go. Okay, schade. Ja, Leute. Ja, okay. Also das war natürlich dumm. Aber ich wollte es einmal machen. Ich hätte... Der richtige Move hier wäre natürlich gewesen, einfach das E auf Ezreal und dann raus dashen. Aber ja, ich wollte es mal machen, ne? Gut. Okay. Gut, Job, ja so. So, wie sieht's denn aus? Haben wir... Lass uns mal kurz gucken. Haben wir einen Tank? Naja, wir haben Alistar... Aber, naja, Supporter zähle ich nicht so gerne als Tank, weil die niemand angreift. Während ein Cho'Gath schon sehr gerne gefokust wird. Oder ein Jar werden. Die Gegner haben also anderthalb Tanks. One and a half Tank. Wir haben, naja, just a half, I think. Genau. You know? So, gut, was machen wir? I take. Yes! Ne? Ich meine, sie hat ihn eh genommen. Deswegen, wenn wir jetzt Yes sagen, dann merkt sie, okay, hey, cool. Hey, cool. Ich darf den Red. Schön. Gut, okay, was können wir machen? What can we do? Wir müssen jetzt mal wirklich smart sein, Leute. Wir müssen mit dem Team stayen, weil gerade war im Prinzip jeder ist alleine reingegangen, deswegen haben wir verloren. Wir müssen jetzt einfach bei Kate bleiben, ein paar Boxen hier traveln. Und wer ist der Wichtigste? Lucian und Ezreal. Das sind meine Go-To-Targets. Wie man so gut sagt. Hätte ich vielleicht nicht smiten sollen, weil jetzt habe ich keinen Red Smite. Okay, wir können... Also wichtig als Assassin ist immer, dass wir warten, bis wir engagen. Und dass wir... Ah, das ist auch nicht schlecht. Nee, lass... Oh shit, genau. Das passiert nämlich, wenn man nicht wartet. Wir machen hier mal eine schöne Box hin. Das ist nicht verkehrt, die Box wird jetzt boxen. Box, Box, Box. Zack, zack, die zack. So, Gale Force, Leute. Ich will jetzt hier... Pass auf, Gale Force. Gale... Boah, da kann man nicht rüber. Okay, ist aber okay. Dachte, man kann's. Kann man nicht. Dachte, man kann's. Zack. Zackedi, zack. Schön, 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 schön. Ich finde das richtig schön. So, auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Rein geht's, durch geht's. Ja, es war, naja, also... Ich kann jetzt Gale Force nicht so richtig testen. Aber ich glaube, mein Gale Force ist... Ich bin zwar nicht über die Wand gegangen, aber mein Teil hat ihn getroffen, tatsächlich. Es priorisiert ja Champions und es ist drüber geflogen. Da ist so ein weißes Teil geflogen. Ja, ich kann es jetzt nicht so gut testen, aber es ist, glaube ich, schon nicht schlecht, Leute. Möchte ich sagen. Möchte ich anmerken. So, dann holen wir uns Lebadon. Lebalon. Okay, Ezreal, das ist dieser
Klassische AFK Botlane Ezreal. Ich war auch gerade nicht da, oder? War er da? Ich weiß nicht. Oh, shit, Schockert, Leute. Da müssen wir definitiv drauf. Da müssen wir definitiv drauf. Schön, ich mach schon mal Ignite drauf, damit er sich nicht so viel heilt. Interessiert aber mein Team nicht, dann helfe ich auch. Zack. Oh, schade, Leute. Können wir den... Oh, schön, schön. Ja, nee, ja. Ich habe Gale Force ready, but... Not sure about that. Okay, wir sind raus. Ich wäre noch da, Leute. Bitte nicht auslösen, Box, danke. Ich wäre noch da, falls hier was geht. Machen die Baron ist die Frage. Das muss ich jetzt checken. Ich habe leider keinen Smite. Ich mache mal hier ein... Okay. Sieht nicht aus, als würden die Baron machen. Sieht nicht aus. Guckt euch an, wie der sich heilt. Ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch, Leute. Das ist... Jetzt passt auf Gale Force, Leute. Und... Okay. Oder? Wow, zack, weggesprungen. Ha, easy. Aber wir könnten hier sogar Trappity Trap machen. Wäre aber auch potenziell ein Verkäufer und würde einfach escapen und mein Gangplank stirbt. Ja, ist nicht schlecht. Wo ist meine Box? Ich hatte doch eine Box. Ich hatte eine Box. Er ist gesmited. Hier, ult, ult, ult. Heiß, 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 heiß. Ja, ich würde, also ja, nee, ich bin raus. Ja, wieso pickt er mich? Ich hab 3 Leben. 2, 4, 1. Was soll ich tun? What should I do? No, ja, okay, Ach, Alistair hat gepinkt. Okay, cool. Jetzt haben wir Le Collecteur fertig. Was brauchen wir? Ich würde... Also, ich finde Cooldown Reduction mega Sahne auf Shaco. Was gibt das hier eigentlich? Gale Force. 3% Movement Speed. Ist jetzt nicht mega geil, aber ist jetzt auch nicht mega bad. Also, auf Assassin's Creed Movement Speed ist nicht verkehrt. Wo haben wir Essence Reaver? Hier. Gibt uns 20 Ability Ace, ist schon cool, gibt uns ein On-Hit und Crit. Ich glaube, das ist schon das beste Item, was wir machen können. Da haben wir 60% Crit. Ich weiß nicht, ob der Wild genug Power hat, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber gucken wir mal. Schauen wir mal, gucken wir mal. Ist ja auch nur ein Versuch, ich sag jetzt nicht, dass das Meta ist, ne? Aber ich meine, wir sind 9-3-6, so schlecht ist nicht, aber wir müssten mal einen One-on-One machen, Leute. Das Problem ist, dass es hier ist All-Time-Teamfight und er hat Shield-Bau und es ist schon... Er ist Full-Tank-Lucian irgendwie. Das suckt schon ein bisschen. Ich würde mal gerne den Ezreal töten. Einfach mal, um so einen klassischen ADK umzuhauen. Wobei, der Ezreal hat halt auch dieses HP-Item. 400 AP, Leute. Finde ich ein bisschen quatschig. Hier ist ein Bot. Hier ist das. So, jetzt Damage, Leute. Ja, es war nicht pur Solo, sind wir ehrlich. Aber, na gut, er hat auch Schildbau und Fulltank. Also, er ist auch kein klassischer ADC. Ne? Den müssten wir mal machen, den Swain. Wobei, der hat auch schon wieder hier Magieresistenz, Leben. Ah, ne, das gibt ja gar kein Leben mehr. Ja, dann geht's. Den Swain, aber er ist halt trotzdem Swain. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich mache den Verkäufer hier. Da bin ich einfach, Leute, da bin ich einfach nicht dabei. Oh, da ist Mr. Jarvan. Ich habe aber keine Ult gerade, also ist sehr gefährlich. Ich könnte hier eine Box platzieren, um die Nachhut ein bisschen zu... Das war mehr als knapp. Bitte lass mich gehen. Let me go. Let me go. Let me go. Okay, sehr schön. Wow. Ja, Leute. Ich will ja... Ist hier nicht der Swain noch? Nee. Ich will ja kein Fass aufmachen, aber hier ist Tank-Design am Start. Ich mache Ignite drauf. Direkt frühes Ignite, Leute. Frühes Ignite, bestes Ignite. Zack. Schön. 500 auf mein Konto, auf meine Prebate-Karte aufgeladen. So, ich gebe jetzt mal Ezreal, Leute. Jetzt ist aus hier oben. Pass mal auf. Wir machen jetzt einen Deal, ja? Ich töte dich und dann gucken wir mal, was so mein Damage ist. Wäre mega geil, wenn ich bis dann Ult habe, aber ich glaube, die Antwort ist hier nein. Hol ich mir noch Red Buff? Nein. Ebenfalls nein. Doppel nein. Er wird halt wegdashen, aber ich habe ja meinen Dashy-Dash. Und zack! Batz! Habt ihr das gesehen? Weggeslappt, Leute. Naja, auch für Mobility ist es nicht verkehrt. Man kann natürlich den Damage nicht so gut sehen. Wir können ja mal fragen, Leute. Ezreal, how... Er denkt jetzt bestimmt, ich flame, aber das tue ich nicht. How much damage from Gale Force? Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Er sagt suck you. Er sagt fuck you. Er sagt dick. Oder er sagt den Damage. Ja, wäre mal nett zu wissen. Rein theoretisch macht das Item gerade 333. 333, beißt das, eieiei. Wir gehen steil, beißt das. 435, Leute. Und jetzt schreiben wir thanks, sir. 435. Draktarblade hätte stattdessen 140 oder so gemacht. Auf ehrliche Basis. Ne? 140 oder so ein Quatsch. Hier, guckt euch Draktarblade an. Und das wird ja noch genervt. Selbst wenn es jetzt ein bisschen mehr wird, im nächsten Patch ist weniger. Hier. Draktarblade 100 plus 30. Also, das steht 100.
und 30% Bonus. Wie viel haben wir? Bonus AD. Wir haben 230. Das heißt ungefähr, ja, ganz grob 60 Bonus Damage. Das heißt 160 Damage hätte Draktablett gemacht. Okay, Draktablett kann öfter proc. Cool, schön, toll. Bringt uns aber überhaupt. Ich habe noch nie richtig oft das Gefühl gehabt, dass dieser Bonus proc richtig geil war. Mit der Unsichtbarkeit. Also, vor allem wenn keiner stirbt, dann wirst du auch nicht unsichtbar. Das ist der Plot-Twist dabei. Und der Jumping Point ist, Komma, das Slip Button. Wow, wow! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Leute? Das war Gale Force. It was Gale Force. Also, Slip. Oh, kein Slip. Slip. Ja. Also, nein, nein. Ah. Der Punkt hier ist, ihr müsst ja auch noch die Rüstung abziehen. Also erstmal hier, das Ding macht Magie-Damage, actually. Aber das Teil hat 435 gemacht, nachdem Magieresistenz abgezogen wurde. Das heißt, es hätte 500 oder so gemacht. Oder, keine Ahnung. Ne? Das heißt, Draktarblade würde auch nicht 160 machen, sondern 130, 120. Also, Leute, Draktarblade ist völliger Quatsch. Quatsch 1000. Ja, das ist der... Und wir haben jetzt halt auch schön Crit. Was wir jetzt noch bräuchten, ist der Attack-Speed. Wir haben hier ein bisschen Attack-Speed, Crit, Crit. Ich meine, wir haben Hail of Blades, das reicht vielleicht. Was brauchen wir jetzt noch? Armor-Pen. Das heißt, wir könnten... Für Armor-Pen könnten wir natürlich den Potion bauen oder das. Das Teil hat den Vorteil... Naja, Slow, aber ich Slow sowieso. Bringt uns also nicht so viel. Aber es hätte 20 Abilities, was ich mehr als geil finde. Ansonsten, naja, Sanguine Blade. Lass uns Sanguine Blade mal bauen. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Dann haben wir ein bisschen Life Steal. Itembild, ja. Hm? Gibt es denn noch was mit Crit? Hat das hier Crit? Nee. Ich meine, wir haben jetzt 60% Crit. Reicht eigentlich, Leute. Reicht. Sollte reichen. Vielleicht ein Infinity's Edge. Wird es nicht, wenn man das jetzt baut? Mega krass. So. Ab 60? Ich glaube, so war's. It was like that. So, haben wir uns noch den Buff hier. Mittlerweile gehen die auch gut, aber der Early Giant Clear war echt nicht geil, Leute. Der war richtig vasenmäßig. Zack. 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 Okay. Sollen wir mal. Leute, lass mal. Okay, das ist jetzt Quatsch. Das ist jetzt Quatsch. Ich will mal meinen Damage an Cho'Gath sehen. Aber ich habe keine Armor-Pen, deswegen. Nun, also. Das wird Quatsch sein. Aber lasst es uns probieren. Oh, shit. Das ist auch nicht geil. Das war überhaupt nicht geil. Wir sind tot. Leute! Wo ist mein Schaden? Ich meine, es war kein optimales Opening, aber... folgt er mich noch? Nee, tut er nicht. Ich dachte, ich springe da jetzt wieder rein, aber er tut mich nicht verfolgen. Ja, also, ich sag mal... Ja. Damage war nicht im Haus. Okay, die haben offiziell Vision von mir. Wie es ausschaut. Das heißt, es könnte sein, dass hier noch einer kommt. Ja. Die Antwort ist ja. Die Antwort ist einfach ja. No. Okay, lassen wir das. Ich meine, okay, ich glaube, wenn ich ein geiles Opening habe, jetzt gerade ist er ja irgendwie aus meiner Combo rausgelaufen. Geiles Opening plus Armor Penetration. Ich wollte mir Armor Penetration bauen und jetzt baue ich Sanguine Blade. Wurde ich eigentlich auf diesem Planeten geboren oder auf einem anderen? Bin mir nicht sicher gerade. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Slippity Gale Force! Slippity Gale Force! Ich habe kein Gale Force, shit. Nein, nein, drei. Oh. Okay, das war richtig Quatsch. Das war richtig dumm. Also, brauchen wir den Armor Pen? Rüstung, Rüstung, Rüstung. Was ist das? Auch dieses Ding? Naja, bei ihm geht's noch. Aber er baut vielleicht noch Eis. Nee, baut er nicht, oder? Nee, Eisbauen ist ja auch kein Ding mehr auf Israel, ne? Und. Naja, sie sind auf jeden Fall schon tanky. Definitiv. Also, okay, was gibt am besten prozentual Armor Pen? Weil dieses Flat-Dings brauchen wir nicht. Das ist zu wenig. Lifesteal ist natürlich auch cool, aber. Dieser Yasur, ne? Der ist die ganze Zeit am Reconnectieren. Armor Penetration. Kann man das suchen? On it. Armor Penetration. Das will ich haben. Gut. Sind das alle Items, die es gibt? Nee, das sind alle. Hier. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist das. 25%. Oder das. 30%. Das hier gibt 20 Crit, 35 HD. Cool. Das gibt... Ja, die sind slow. Machen wir das hier, weil... Dann haben wir erstmal sehr früh Armor Pen. Und wir haben nochmal 20% Crit obendrauf. On top. On top of the cherry. Aber das brauchen wir um. Ich meine, Sugar ist nicht mein Fokus-Target, aber im Zweifel muss der Boy auch sterben. Ne? Guckt das hier schon nicht? Die gehen jetzt. Klar, wir haben. Aber ich meine, okay, was heißt, die gehen gut tot, ey? Wir haben Minute 1000. Ich meine, dafür überleben die echt verdammt lange. Aber der hier geht gut tot. Das ist okay. Na, okay.
Ja, ist ein bisschen zu spät. Sie wird jetzt vielleicht tilten, aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht schlecht, ne? Und sie hat lange nicht mehr geliefert. Naja, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, yo. Ja, klar, Red Buff ist besser für sie, weil sie ist laut und so. Ich meine, ich slow sowieso, aber... ist jetzt nicht so, dass... ne, ich bin auch 13,5. Ich bin ein AD-Champ. Ich mache auch Burning Attacks. Okay, ich würde gerne mal Ezreal in Stabity Step machen. Stabity Step! Wow, Leute! Okay. Also, ja, es war eine Trap. Komm, nee, das wird nichts. Oder, naja, vielleicht wird's was. Also, Gale Force ist mega cool. Habt ihr das gesehen? Und das war der Dash 2. Ne, das heißt, also ich meine... das war... und er hat ja auch HP. Na, stell dich vor, das wäre ein Erde-Carry gewesen. Ohne Bonus-HP, ohne Schild. Wie sieht's aus? Was passiert? What is happening? 2 gegen 2 sind tot. Kate ist aber about to die. Ich will kommen. Ezreal, Lucian, alle sterben. Leider kommt Jarvan weg und wir haben Shogat hier. Shogat wird jetzt easy machen. Das hat er schon gemacht. Ja, Leute, Tank. Oh, schön, aber Tank Design, Leute. Wer wird gewinnen? Skill oder Tank? Ich meine, er ist Level 17 und riesig. Oh, deren Base wird invaded. Also, ich bin sehr... also, ich finde Gale Force super cool auf Shaco. Einzige Problem ist, der Item-Build... also, wenn du das Item fertig hast, ist es halt nicht so stark, weil du nur 20% Crit hast. Der Item-Weg ist okayisch. Auch nicht zu geil, weil man dann so einen komischen Crit-Mantel baut. Und, naja, der Clear ist halt Bananen, ne? So, okay. Und wäre hier gerade nicht die Trap gewesen, wäre das, glaube ich, coolie cool gewesen. Kann ich? Ich will noch einmal gegen... nee, ich will nicht gegen ihn. Ich brauche... naja, nee, also, ja. Okay, aber Inhib in der Mitte ist weg. Vielleicht können wir noch einen Inhib snipen. Okay, Top-Lane Tower ist kaputt. Mann, ich will doch nur ein 1-on-1. Ist das zu viel verlangt? Pass auf, Leute, wir warten jetzt. Wir stellen hier eine Box und warten. Ich will ein 1-on-1. Gegen Lucian oder gegen Ezreal? Mist. Later. Dann hier. Ah. Vielleicht denken die, dass ich... weil ich das gesehen habe, jetzt weggehe und deswegen nicht weggehe. Ah! Okay, later. Vielleicht denken die aber, dass sie jetzt, nachdem ich es zweimal gesehen habe, ich nicht mehr hier bin und deswegen bin ich hier. Okay, Lucian ist in der Mitte. That's all I want for Christmas. Wobei Lucian echt ein harter Gegner ist, ne? Aber let's go. Let's go, it's me, Mario. Und Gale Force! Ah, okay, ah. Also es war... Leute, es ist nicht schlecht. Es ist definitiv nicht schlecht. Mein Damage ist gut. Aber... also wie gesagt, ohne Schildbau wäre der tot gewesen. Aber ich bin halt in sein komisches MG reingelaufen. Sonst hätte ich ihn, glaube ich, auch noch gekillt. Aber das MG... ja, war ein bisschen knackig, ne? Ich bin zufrieden. Das ist okay. Wenn ich den Lucian töten kann... und ein Lucian ist schon... ne? Ich meine, der ist schon sehr mobil. Er ist ja aus meinem... wenn der... der ist aus meinem Klon weggekommen. Na, viele Targets, die kommen ja nicht weg. So eine Ash? Was will Ash machen? Was? Nennt mir eine Sache, was Ash machen will. Außer Flash, Heal oder Ultimate oder QSS. Oder so. Wie sieht es eigentlich dran aus? Ich habe leider noch kein Gale Force. Guten Tag. Ja. Er ist tot, das ist gut. Hier ist eine Box. Jetzt müssen wir nochmal kurz warten. Deswegen ist auch Essential über cool, weil wir jetzt wieder Q'en können. Da unten ist Lucian. Wir warten aber auf Ultimate und Gale Force. Au, 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 heiß, heiß, au, au, au. Ich habe leider keinen Lifesteal, weshalb ich jetzt gar nichts machen kann. Na, ist nicht verkehrt, aber wir könnten einen Klon rüberschicken. Einen Klonkrieger. Ja, er ist CC, aber bringt uns das irgendwas? Nein, ich gehe jetzt mal entweder wir machen Drache. Ich könnte Taunty schnell machen. Es wird ein bisschen gefährlich, aber let's go. Taunty, wo bist du? Sag mir, dass du unten bist. Taunty. Hä, ist ja schon weg? Taunty? An enemy has been slain. Könnte gar nichts machen. Okay, da kommt jetzt gleich jemand angedasht. Ein Shogat. Okay, der Inferno Dragon ist about... Alter, diese Teile stehen überall auf Erden. Da ist wieder... Leute. Okay, ich muss jetzt heilen. Wie viel brauchen wir für Armor Benedration? 1,450. Ich würde sagen... naja, ich würde es gerne zusammenfarmen, aber es geht gerade nicht, weil es nicht geht. Okay, Toplane vielleicht. Toplane sieht gut aus. Inferno ist weg, dann haben wir drei... das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Auch hier, Leute, wenn ich mal... mit Chaco kann man richtig geil Split pushen. Aber so nicht. Also vielleicht ist Ravenous Hydra trotzdem ein Must-Have. Ich denke mal, dass andere Shaco-Spieler es auch bauen. Vielleicht bauen sie auch nur den kleinen Tiamat. Ist trotzdem nicht zu geil. Weil der alte Tiamat hatte wenigstens den On-It-Effekt, der kleine. Das war okay. Ne? So, jetzt haben wir Armor-Pen oder soll ich Sanguine gehen? Ne, wir gehen Armor-Pen. Sanguine wäre aber auch cool. So, zackedi zack. Schön. Wie viel habe ich jetzt mehr dazu bekommen? Wir hatten vorher 20. Nur 5? Wow, okay, aber jetzt haben wir noch Crit.
Wir haben jetzt 80% Crit. Eigentlich müsste ich einen Infinity jetzt bauen. Vielleicht machen wir das auch. Wir sagen jetzt Red for Kate. Na, damit sie nicht mad wird. Sie hat aber, sie liefert nicht mehr, Leute. Sie war schon vor einer Ewigkeit 12. Aber vielleicht liegt es auch an uns, dass sie nicht liefert. Aber wahrscheinlich liefert sie einfach weniger als mal als der Pizza-Lieferdienst. Yasuo disconnected aber auch nonstop einfach. Like nonstop. Okay, ich habe Smite ready. Ich könnte Smite. Allerdings ist der Sugar, der frisst einfach auch. Deswegen muss ich jetzt rein. Ja, ich musste früh rein und was versuchen, weil Sugar, der frisst halt einfach auf. Der macht eine Million Schaden mit seinem Snack. Ja, aber man, ja, so ist einfach, ich weiß, was. Ich glaube, der hat sein Internet aus dem Ü-Ei bekommen. Der ist einfach nie da. What is happening? Da brauche ich erstmal eine Milch drauf, Leute. Mein Blutdruck. Wie viele Leute von euch trinken eigentlich Milch aus dem Tetrapack? Ja, so. Perma-Dissing. Dancing. Ja, wenn wir das natürlich wegen ihr verlieren, ist das schade. Weil einfach nie da ist. Und Leute. 15, 4, 11 Shogat. Ich frage es mich immer wieder. Warum sollte man Damage Dealer spielen, wenn man solche Stats mit jedem Tank haben kann? Guckt euch ihn an. Kein Gangplank, ja, ich weiß auch nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass Gangplank wirklich richtig nützlich ist, aber, ne, 15, 4, 11, Full Tank. Er ist mega nützlich, hat ultra viel CC und macht mega viel Damage. Gangplank hat überhaupt keine Tankiness, hat keine Mobility, hat keinen CC und macht vermutlich auch keinen Schaden. Was soll man also picken? Auch Leute, wir ja, alle sind tot. Ich gehe noch einmal reingegailt. Einmal gailen wir noch. Batz! Ja, naja, naja, naja. Aber es liegt nicht an Gale Force. Es liegt einfach dran, dass die über uns sind, dass er fullt. Er hat einen Frozen Heart, Leute. Frozen Heart. Und hier nochmal. Ja, also. Och, dass wir das verlieren, ist ein bisschen schade, Marmelade. Aber merkt euch eins, Leute. Spielt Tanks. Play Tanks. Gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Habt viel Spaß, habt viel schön, seid cool und bis dann, Antenne, auf Wiedersehen und tschüss.